Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, Tana. Heute geht es nicht um Trash, heute geht es um Beauty-Produkte. Ja, es geht um Balea. Ich freue mich, das mit euch irgendwie auszupacken heute. Ich wollte es eigentlich immer schon machen, seit Jahren schon. Und ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich dabei, YouTube zu machen, aber hauptsächlich Trash. Aber jetzt werde ich auch mal ein bisschen mehr Beauty machen, Adventskalender auspacken. Ihr könnt mir natürlich aufschreiben, so was ihr für Beauty-Produkte benutzt und was ihr für Adventskalender gerne euch kauft und welche ich noch auspacken soll. Weil bis zum Dezember haben wir ja noch einen Monat. Und ja, heute ist mein erstes Unboxing mit Balea. Ja, ich freue mich, das euch vorzustellen. Früher gab es ja diese Balea-Produkte immer bei Butnikowski, gerade in Hamburg. Ne? Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern war. Und seitdem DM eigene Filialen hat, verkaufen sie die Balea-Produkte nur noch bei DM. Eigentlich wollte ich noch dazu sagen, dass dieser Adventskalender, den gibt es für 14,95 und der ist total günstig, finde ich, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Und bei Balea, was die Umfragen angeht und auch was die Testergebnisse angeht, die schneiden total gut ab, finde ich. Also was so komplett die Beauty-Produkte angeht bei Balea. Ich vergleiche Balea auch, hört sich auch so ein bisschen an wie Nivea, aber die werden irgendwie nicht bei Beiersdorf hergestellt, so wie ich das gelesen habe. Ist eine Hausmarke von DM. Ich weiß nicht, wo die hergestellt werden, aber auf jeden Fall nicht bei Beiersdorf. Ich glaube, Nivea wird bei Beiersdorf hergestellt. Was ich noch für Produkte benutze, ist grundsätzlich immer, also Balea auf jeden Fall, aber auch Eucerin, La Roche-Posay, Shiseido, halt auch die meistens die Apothekenprodukte wie Vichy. Ja, nicht nur die Männer können damit jetzt was anfangen, sondern auch die Frauen. Ihr könnt das auf jeden Fall eurem Mann schenken, eurem Freund, eurem Opa auch eventuell vielleicht. Jeder kann das irgendwie benutzen, finde ich. Und heute werde ich mal mit euch zusammen den Adventskalender öffnen. Falls du natürlich neu auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls du mir natürlich über Insta folgen möchtest, unter der Beschreibung habe ich einen Link zu meinem Insta-Profil und einfach drauf klicken und mir folgen. Und jetzt geht's los! So, ich bin jetzt total aufgeregt. Jetzt fangen wir mit Nummer 1 an. Bin ich mal gespannt, wie die so aufgehen. Ob das leicht ist. Ja, scheint ein bisschen. Ja, geht. Es ist ein Lippenbalsam für geschmeidig weiche Lippen von Balea Man. Ich glaube, das können auch die Frauen benutzen. Ich muss mal dran riechen und vielleicht auch ein bisschen benutzen. Ach, riecht sehr angenehm. Man kann es auf jeden Fall für den Winter benutzen, ist super, da man immer spröde Lippen hat und Balea hat ja immer ziemlich gute Produkte. Schmeckt nach nichts irgendwie, aber muss es ja auch nicht. Deswegen kann ich euch empfehlen, probiert es aus. Das sind alles so Reisegrößen, glaube ich. Wie viele Milliliter sind drin? 8 Milliliter sind drin. So, the next one. Die 2 haben wir hier unten. Auch wieder so eine Reisegröße, 50 Milliliter. Normalerweise gibt es ja immer Duschgel Polar Breeze mit erfrischendem Duft. Sehr angenehm, ja. Perfekt für den Mann auch. Kann auch die Frau benutzen. Aber riecht auf jeden Fall gut und es ist eine Reisegröße, glaube ich, 50 Milliliter. Normalerweise gibt es ja immer so 100 und 150 Milliliter auf jeden Fall. Ja, kann man es gut benutzen, wenn man irgendwie in Urlaub fährt oder auch zu Hause. Ne? Also, falls ihr irgendwie einen Urlaub geplant habt, ist der Adventskalender eigentlich perfekt, weil da sind eigentlich meistens immer nur Reisegrößen drin. Ja, machen wir mal Nummer 3 auf. Ein Waschgel haben wir hier für jeden Hauttyp. Jedes Mal Merry Christmas steht drauf. Ja, warum nicht? Ne? Waschgel riecht auch sehr angenehm. Ja, riecht angenehm. Ich kann es jetzt nicht vergleichen, womit, aber es riecht angenehm auf jeden Fall. Ja, so sieht es aus. Und hinten steht vegan. Ich weiß immer nicht, ob die halt auch wirklich vegan sind, aber vegan steht drauf. Wenn da vegan drauf steht, dann ist es wahrscheinlich so. Ne? Nummer 4 an. Lavendelduft. Duschsalz, Peeling. Ja, perfekt. Sehr schön. Also, gefällt mir. Ich benutze auch gerne Peeling für die Haut. Super. Fürs Relaxen, wenn man mal irgendwie perfekt für den Winter auch, ne? Und ich weiß jetzt nicht momentan mit den Strompreisen, aber man kann sich das mal gönnen, ne? Eine schöne Wanne mit heißem Wasser und dann Duschsalz, Peeling. Nummer 5. Was haben wir hier? Wir haben hier
mit Hanfsamenöl. Gesichtspeeling, auch super geil. Das sind so 20 Milliliter. Ich glaube, wenn man die bei, ja, riecht auch richtig angenehm. Wenn man die jetzt irgendwie mal bei Douglas kauft, glaube ich, da bekommt man auch immer so kleine Größen wie Shiseido oder weiß ich nicht, so Chanel, Dior, glaube ich. Die sind ja schon echt astronomisch, die Preise, ne? So für 30 Euro oder so. Und die hast du jetzt so ein Paket für 14,95 ne, bei DM. Also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jetzt haben wir Nummer 6, Nikolaus. Sieht ziemlich groß aus und ich hoffe, dass es da irgendwie ein Full-Size-Produkt drin gibt. Augenpads benutze ich auch gerne, auf jeden Fall. Für den Mann gibt es Augenpads, super, mit Hyaluron und Aloe Vera Extrakt. Bin gespannt, also das kann natürlich auch die Frau benutzen, falls sie es halt für ihren Mann kauft oder weiß ich nicht, er für ihren Freund oder sie für ihren Freund, kann sie es natürlich auch benutzen. Ne? Also ich glaube, Augenpads, da macht man keinen großen Unterschied, glaube ich. Nur bei Shampoos, glaube ich, dass es große Unterschiede gibt, dass es die Frau benutzt. Könnt ihr euch gönnen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Nummer 7. Nummer 7. Aromadusche mit Zedernholz und Lavendelduft. Mhm. Riecht richtig gut. Also gönnt euch 50 Milliliter. Das ist super, ja super. Also wenn man so in den Urlaub fliegt oder so, sind diese Produkte eigentlich perfekt. Dann haben wir die Nummer 8. Wo ist die Nummer 8? Die Nummer 8 ist hier. Ja, wir haben hier bei Nummer 8 ein Shampoo, Tiefenreinigung, ist auch wieder 50 Milliliter. Nummer 9 haben wir da, das ist ein Anti-Trockenheit-SOS-Creme, pflegt mit Panthenol, ja. Riecht auch angenehm. Also ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man das von anderen Produkten kauft. Ne? Manchmal sind sie ja so krass überteuert und man bezahlt meistens immer für die Marke ja. Ne? Also SOS-Creme, machen wir das mal hier drauf so, obwohl ich das gar nicht hier drauf brauche. Aber ich will mal gucken, wie die Konsistenz so ist und ob es so verklebt. Aber ist cool, auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Die 10 haben wir hier. Gucken wir mal die 10. Wir haben eine Tagescreme, Energy. Neue Energie für müde Haut, auch sehr cool. 20 Milliliter, ne? Also riecht auch richtig angenehm. Also irgendwie die ganzen Produkte riechen richtig angenehm. Also weder irgendwie zu viel noch zu wenig. Also machen wir mal die 11 auf. So, ich glaube, die ist irgendwo runtergerutscht, die 11. Ich finde die hier gerade nicht. Okay, wahrscheinlich ist sie irgendwo nach unten gerutscht. Gucke ich gleich mal. Dann haben wir hier die 12. Ich glaube, das ist runtergerutscht, ne? Bei der 11. Ja, das ist, glaube ich, runtergerutscht. Das sind so zwei Produkte. Habe ich gerade die 8 rausgenommen? Nee, das ist die 11. Das sind so zweimal, ja, ich weiß nicht, woher die noch rausgekommen ist, aus der 13. Auf jeden Fall ist da einmal Fußbalsam drin und Feuchtigkeitsgesichtsmaske. Cool. Kann man gebrauchen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir hier die 12. Bei der 12 habe ich eine Handcreme. Ein pflegt beanspruchte Hände. Ja, auch 20 Milliliter. Kann man auch benutzen. Auch so eine Reisegröße. Mal gucken, wie die riecht. Die riecht auch nice. Cool. Dann haben wir, das war die 12, die 13. Ich glaube, das müsste eines von den beiden sein, die runtergerutscht sind. Ja, genau, die sind runtergerutscht. Genau, einmal Fußbalsam und einmal Gesichtsmaske. Hier haben wir die 14. Machen wir mal die 14 auf. Auch wieder so ein Shampoo, glaube ich. Weiß ich nicht. So Cremedusche Dark Chocolate. Chocolate. Okay. Bin nicht so der Fan von Zimt und Chocolate und so, aber muss mal dran riechen. Oh, das riecht echt nach krass Schokolade, ne? Als würde man das jetzt essen wollen. Aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich das nicht. So Schokoladenduft auf der Haut, wenn ich dusche oder so. Nee, da mag ich lieber so Eukalyptus oder so. Aber gut, es gibt ja viele, denen das total gut gefällt. Ist für jeden, glaube ich, was da. Jetzt haben wir die 15. Gucken wir mal. Augencreme, cool. Kann man auch gebrauchen. Richtig gut. Pflegt die Augenpartie. Auch 20 Milliliter, ne? Wenn man das von einer teuren Marke kaufen würde, glaube ich, von Shiseido oder so, da hast du auch irgendwie 20, 30 Milliliter drin und zahlst dafür irgendwie 50 Euro. Und bei Lea hast du für 14,95 so ein Riesenpaket mit unterschiedlichen Beauty-Produkten. Ist empfehlenswert. Ich mach's mal auf die Augen so. Für die Augenpartie. Die 16 haben wir da.
Kopfhautserum hilft bei trockener Kopfhaut im Winter. Perfekt, ja. Also im Winter haben wir ja meistens immer trockene Haut, ne? Und gerade trockene Kopfhaut, wo sich dann so Schuppen entwickeln, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, perfekt für die Kopfhaut, wenn man rausgeht. Ja, super. Auch 20 Milliliter. Außerdem stehen da in den Türchen noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Lichtschutzfaktor in einer Gesichtscreme hilft lichtbedingter Hautalterung vorzubeugen. Also sehr wichtige Infos. Regelmäßige Peelings helfen, Hautunreinheiten vorzubeugen. Dabei werden abgestorbene Hautzellen entfernt und die Poren von Unreinheiten befreit. Krass, cool. Finde ich super. Eine super gute Idee, finde ich auf jeden Fall. Jetzt haben wir die 17. Wo haben wir die 17? Genau, hier haben wir die 17. Packen wir die mal aus. Was ist das denn? Das ist ein Gesichtsserum für die Nacht, intensive Feuchtigkeitspflege über Nacht. Die 18 haben wir auch da gleich. Auch bei 18. Was gucken wir da? Dafür nichts mit Schokolade oder so. Hier steht Schaumbad Winter Days mit weihnachtlichem Duft. Ja, Schaumbad. Auch perfekt, ne, für den Winter. Also super coole Produkte für den Winter, die man ausprobieren kann. 50 Milliliter. Die 19 haben wir hier. Was haben wir hier? Wir haben hier Outdoor Protection Gesichtspflege mit Vitaminkomplex. Also es sieht so aus. Auch wieder 20 Milliliter. Nummer 20 packen wir mal aus, das ist hier unten. Ist eine Body Lotion. Grundsätzlich sind Body Lotions immer so 200, 250 Milliliter, ne? Und hier steht auch so wohltuende Feuchtigkeitspflege. Mal gucken, wie das riecht. Auch so ein bisschen weihnachtlich. Ja, der Duft ist nicht so wirklich stark und ich mag es auch lieber, dass es nicht so stark ist, dass es eher so angenehm ist, so ein bisschen zitronig ist und das erfüllen die meistens. Also außer halt dieser Schokoladenduft, den mag ich nicht so gerne. 21 machen wir jetzt mal auf. Was können wir denn 21 trinken? Das ist ein Styling-Gel für die Haare. Ja, auch ganz gut. 20 Milliliter. Kann man mal ausprobieren. Und was der 22 uns zu bieten hat. Haben wir so ein Bartbalsam. Krass. Habe ich noch nie benutzt. Also ich muss mal kurz dran riechen. Ja, riecht gut. Mal gucken. So ein Bartbalsam muss ich auch mal benutzen. Riecht gut, voll angenehm. Also ich sage ja, es ist nicht so ein starker Duft, ne? Das gefällt mir total gut. Fast, die haben jetzt alle durch, ne? Außer 23 ist hier jetzt. Bin mal auf die 24 gespannt. Hier haben wir so ein Duschöl, schützt die Haut vor dem Austrocknen. Also auch so 20 Milliliter. Dann haben wir hier die 24. Bin gespannt, ob das so ein Full-Size-Produkt ist. Aber nein. Nee, es sind Spielkarten. Lustig. Cool. Das sind Spielkarten. 52 Karten von Balea. Witzig. Das ist echt witzig. Ja, meine Lieben, das war's auch. Also, so sieht das Paket aus. Und hinten sieht das so aus. Hier hast du die ganzen Produkte nochmal aufgelistet. Nochmal gucken, bevor du das kaufst, ob du es überhaupt kaufen willst. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, euch gezeigt, so 14,95 von Balea. Kann sich auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall, weil da ganz, ganz viele Produkte drin sind, die eigentlich, ja, die man eigentlich so ausprobieren kann. Und es sind eigentlich so Produkte auch drin, die so 20, 25 Milliliter oder 30 Milliliter, wo man die, wenn man sie original kaufen würde von anderen Marken, weil man meistens bezahlt man ja auch für die Marke, bezahlt man so 30, 40 Euro, finde ich, ne? Gerade für die Augenpartie und so. Und die Produkte riechen auch richtig gut. Gönnt euch, kauft es eurem Mann oder eurem Freund, wie auch immer. Ihr könnt das auch selbst, die Damen können es natürlich auch, ein paar Produkte, auch so die Augenpads und so, könnt ihr auch selbst benutzen, finde ich. Oder auch die Gesichtsmaske. Ich finde, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Schreibt mir mal auf, ob es euch gefallen hat, ob ich irgendwie weiterhin noch so ein paar Unboxing machen soll, also Pakete auspacken soll, die euch gefallen. Nicht so teure Produkte, weil ich sie immer selbst kaufe. Ich mache jetzt keine Werbung für Balea oder für irgendwelche anderen Produkte. Ich habe, glaube ich, Assam Beauty hatte ich letztens gesehen. Das hat mir ganz gut gefallen. Vielleicht packe ich das nochmal aus. Aber schreibt mir gerne mal, ob es euch gefallen hat. Und falls du natürlich noch im Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls du natürlich mir auch über Insta folgen möchtest, einfach unter meiner Beschreibung auf meinen Link klicken, auf meinen Insta-Link und mir folgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ja, und genießt das Wetter. Mua.